Folge an Mario. Aufstieg geschafft. Was geht in euch vor? Ja, ich denke, wenn man jetzt die ganze Runde betrachtet und heute nochmal, war ein hartes Stück Arbeit. Aber ich denke, wir haben es vom ersten Spieltag, haben wir es uns verdient, sage ich mal. Wir haben hart dafür gearbeitet und ich denke, jetzt sind wir froh. Wir sind schön, jetzt mit unseren Fans feiern zu dürfen und wir sind immer gerne mit. Mario, wie geht's dir? Also ich sage ehrlich, vor der Runde hieß es zu mir, wir müssen nicht erster werfen. Platz 1 bis 5, alles offen, ist in Ordnung. Es gab nie eine Vorgabe. Die Runde hat sich positiv gestaltet. Zum Schluss schade, aber es war für mich klar, dass niemals irgendwie ein Weg dagegen spricht, dass Grabe wieder in die Kreisliga geht. Grabe ist eine Mannschaft, eine Familienwoche. Und so haben wir uns heute präsentiert, am Mittwoch. Wir haben heute keinen Zweifel daran gelassen, dass wir da hoch können. Wie habt ihr es heute geschafft? Nach dem letzten Unentschieden hat es mich überrascht, dass ihr heute so dominant wart und nicht viel zugelassen habt. Ja, ich denke, nach dem Spiel am Mittwoch, das haben wir gut analysiert. Der Coach hat uns gut eingestellt. Wir haben gewusst, was wir heute besser machen müssen. Und ich denke, wer das Spiel gesehen hat, haben wir das auch auf den Platz gebracht. Und ich denke, dass wir der verdiente Sieger waren. Ja, was soll ich dazu sagen? Der Coach, der hat jede Szene vom letzten Spiel analysiert. Er hat uns genau gesagt, Männer, ihr müsst das machen, ihr müsst das machen, ihr müsst das machen. Das war heute eine trainerische, absolute Glanzleistung. Und wir als Mannschaft, als Familie haben das perfekt auf den Platz gebracht, was er von uns erwartet hat. Was kann man heute Abend noch erwarten? Wie wird gefeiert? Ich glaube, das sollte man hier jetzt nicht so analysieren. Ich sag mal, es bleibt auf jeden Fall in der Familie. Wir werden noch schöne Stunden miteinander verbringen. Für uns leider die letzte Stunde, aber die werden wir auch richtig genießen. Mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen. Ja, es ist natürlich nicht einfach. Morgen geht es ins Geschäft, aber ich denke, das werden wir ausgiebig feiern und dann ja, wird es ein schöner Abschluss sein. Mario, du hast es ja schon angesprochen, ihr geht weg. Könnt ihr mehr Details dazu sagen, wie es nächste Saison für euch weitergeht? Ja, die Frage zu beantworten ist jetzt nicht ganz so einfach, so nach dem Spiel. Aber ich denke, ich bin Kapitän der Mannschaft und ich jetzt wollte auch warten, bis wir die zwei Spiele jetzt absolviert haben, mit dem Aufstieg. Und ab morgen werde ich mir Gedanken drüber machen, wo es hingeht nächste Runde. Und dann, also heute wird noch gefeiert und dann ab morgen mache ich mir Gedanken drüber. Also bei mir ist schon klar, ich gehe nach Neutadt. Das ist auch kein Geheimnis mehr. Aber mehr möchte ich dazu nicht sagen, weil ich heute jetzt mit der Mannschaft hier, ich bin heute FV Graben. Ich bin heute kein Neutadt, ich bin heute FV Graben. Ich bin heute die FV Graben-Familie mit meinem Papa, mit meinem Bruder, mit denen drei, mit denen zwei. Wir sind FV Graben heute und mehr gibt's da nicht. Ich danke euch vielmals für das Interview und schönes Feiern noch. Danke, danke, gleichfalls. Okay, willst du noch was sagen? Danke. Viel Spaß euch noch für heute. Alles klar, danke, ciao.